Die Welt wird immer kleiner und immer mobiler. Und es wird alles immer mehr durcheinander gehen. Und wir werden immer mehr, auch die großen Kontinente, werden sich mehr miteinander vermischen müssen. Das ist einfach auch so. Und deswegen ist das die Zukunft hier. Das Angebot, das hier da ist, ist sehr, sehr schön. Und ich bin dafür sehr dankbar. Deutschland hat die Zeit, ist im Vordergrund in Israel. Ich sage nicht, dass ich habe eine Gehirnwäsche bekommen als Kind, aber es hat schon seine Richtung gehabt. So, dass man macht sich so Gedanken, bevor nach Deutschland kommt. Man fühlt sich so ein bisschen anders. Und das ist so eine Sache, die bleibt eigentlich, bleibt irgendwo hier ein bisschen im Hintergedanken, dass man böse ist. Meine ferne Familie kommt auch aus Russland. Und ich erinnere mich, dass da, wenn bestimmte Familienmitglieder zu Besuch kamen, das für mich auch fremd war und in der Exotik der Sprache nicht greifbar. Und die hatten dann so einen Trick, dass sie immer Russisch sprachen, wenn sie sich nicht mit den Kindern unterhalten wollten. Und deshalb war das für mich so eine ganz mysteriöse und ein bisschen bedrohliche Sprache, so aus Kindesaugen. Die Religion hat eine stärkere Bedeutung, ist wie die Nationalität. Wenn man lernt, dass der böse ist, man schließt sich irgendwie, man hat so Ängste. Man kommuniziert nicht so total gerne, es dauert Zeit, bis man sich öffnet. Das ist mein Credo schon seit immer gewesen, deswegen habe ich mich auch sehr viel um Kinder und Jugendliche schon gekümmert, bevor ich Kinder selber hatte. Ich bin ja nach Berlin gekommen und habe ja hier Kinder- und Jugendtheater gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, dass natürlich die Kinder die dankbarste und gleichzeitig auch die wichtigste Quelle von Revolution sind. Ich glaube, das, was man dem Kind vor allem mitgeben kann, ist Bewusstheit, die man selber haben muss, um dem Kind dann so eine Form von Bewusstheit zu vermitteln, die ganz viel Platz für Respekt lässt, ganz viel Platz für Neugierde, für erforschen wollen, für Freiheit, für ein Stück Individualität. Alle macht die Sonne warm, lasst uns tanzen reich und arm, kommt, lasst uns singen, ob groß oder klein, lasst uns alle Menschen sein.